Hallo und ganz herzlich willkommen beim Naturheilbund Österreich. Ich erwarte jetzt im Studio Lissy Pirker und Kety Evers, die sich damit beschäftigen, was es für Auswirkungen hat, den Recyclingkreislauf zwischen Umwelt und Hautpflege zu beachten und sich bewusst zu sein, was man sich so auf die Haut schmiert. Und ich freue mich auf die beiden und willkommen gleich bei Naturheilbund mit Lissy und Kety. Hallo liebe Community, so wie angekündigt, hier darf ich euch jetzt bekannt machen mit Kety Evers und mit Lissy Pirker. Hallo, willkommen. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Ja, schön, dass du da seid. Ich bin ganz gespannt, ich bin wirklich total neugierig. Ich weiß, ihr seid richtig gut unterwegs und wir wollen euch jetzt natürlich erst einmal der Community vorstellen. Ich möchte euch vorstellen, was Kety und Lissy zusammen machen. Ihr arbeitet ja in einem Team, richtig? Ja, zu zweit. Genau. Macht alles zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben eigentlich über unterschiedliche Produkte, ja, aber genau. Wegen der Gesundheitsthemen. Ja, Gesundheit, genau. Das war. Okay, Gesundheit ist natürlich das Thema. Kety, du hast ja einen wunderbaren Akzent. Aus welchem Land kommst du? Also ich komme von zwei Ländern. Mhm. Meine Mutter ist Estin und mein Vater ist Finnin. Schön. Und so bin ich mit den zwei Ländern aufgewachsen. Okay, und du bereicherst jetzt Kärnten, seit wann schon? So circa 15 Jahre bin ich schon da. Ja, das hört man, du sprichst auch wirklich sehr gut Deutsch und es ist toll, dass wir so internationalen Import hier von dir haben, freue ich mich. Und du, Lissy, bist eine gestandene Kärntnerin? Ja, vom Millstätter See. Millstätter See? Ja. Ja, fein. Und du hast heute den Weg zu mir ins Studio gefunden, weil ihr wollt einfach mal auch euch ein bisschen rausbringen in die, ja, genau, in die Welt, ne? In die internationale Welt mit euren Berufen. Ihr seid beide sehr umweltbewusst, habe ich gehört. Ganz genau. Ja, wie hat sich das denn entwickelt? Auch unterschiedliche Wege durch die Entwicklung in der in Welt überhaupt. Mhm. Wie das Wissen dazu gekommen ist, natürlich wegen unserer Kinder, wegen unserer Planet Erde. Mhm. Und wir möchten ja gerne so ein sauberes Planet Kinder hinterlassen. Okay, also es ist ein sehr hohes Ziel, dass man natürlich auch verantwortungsbewusst gut umsetzen kann. Und ihr tut ja auch was dazu. Ne? Ja. Das wollen wir jetzt mal genau wissen. Okay. Es gibt ja also einige Gesundheits- und Umweltthemen, für die ihr euch engagiert. Welche sind denn das genau? Wir möchten sehr gerne sogenannte chemiefreies Badezimmer. Mhm. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Plus natürlich die unterschiedlichen Superfoods, Supplements mehr zu bekannt zu machen, dass die Menschen mehr gesünder essen können. Wie bist du denn in dieses Thema gekommen? Auch über deine Kinder? Ja, einfach weil die Gesundheit ein großes Thema immer schon gewesen ist und ich habe mich dafür interessiert. Dann habe ich eben Kety noch kennengelernt, hat alles super perfekt zusammengepasst. Was ist denn das auf der menschlichen Ebene, was ihr so aneinander liebt? Das Natürliche. Mhm. Ja, und dass der Lissy immer lächelt. Also das eine sind die Superfoods und die Supplements und das zweite ist? Natürliche Pflege, frische Pflege besonders. Mhm. Und mit der Pflege ist ja so, dass wir unterschiedliche Produkte benutzen und durch die Produkte natürlich, was übrig bleibt, viele Sachen auch leider, also Abfluss wieder so in Umwelt gelandet. Also das hatte ich ja im Vorfeld auch so moderiert und auch verstanden. Ihr beschäftigt euch sehr viel damit, wie Umwelt mit Körperpflege, ja, in direktem Zusammenhang steht. Genau. Das ist so euer Job, ja? Cool. Genau. Okay, und wie geht's denn? Wie ist es denn möglich, dass man das bewusst macht und auch umsetzt. Wie, womit? Man muss das ungefähr so vorstellen, wenn man ein Produkt nimmt, sagen wir ganz simpel Shampoo. Mhm. Ja. Wenn man unsere Haare wäscht, dann das bleibt ja nicht ewig in Haare. Mhm. Das geht mit dem Wasser wieder Abfluss. Mhm. Ja, das fließt weg. Wohin fließt das? Mhm. Unsere Klärungsanlagen, die können nicht alles sauber machen. Und durch den Wasser natürlich landet das in Umwelt. Genau, der Umweltkreislauf vom Abfluss wieder zurück, genau, in die Wasserleitung. Genau, und dann zu uns. Wir essen ja zum Beispiel Fische, wir essen
Fleisch, wir nutzen Kräuter und das wird ja durch den Umwelt wieder beeinflusst. Okay. Ich glaube, das versteht wirklich jeder. Ja. Ja, ich denke schon. Hoffentlich. Kerti, ich höre gerade, du hast das studiert. Und zwar, was hast du genau studiert? Umwelttechnologie, oder? Nein, ich war Krankenschwester Ja. und deswegen weiß ich ziemlich gut, was eben unsere Gesundheit damit zu tun hat, was für eine Stoffe wir annehmen, wann wir annehmen, wieso wir annehmen, was macht der Haut und wie die Organe dann beeinflusst werden. Also wir sprachen jetzt vom Umweltkreislauf. Was sind denn das für Stoffe und was machen die denn in unserem Körper eigentlich? Ja. Eigentlich ist das ja heutzutage sehr viel im Internet, Gott sei Dank. Das liest ja keiner. Viele lesen das, viele wissen das eigentlich, dass Ja. das sehr, sehr viel Chemie in unsere Produkte gibt. Natürlich, das ist manchmal so chinesisch, dass Ja, viele eben. verstehen das nicht, was Ja. das ist. Aber wenn man das ein bisschen nachforscht, was da drin ist, Parabene, Phthalate, unterschiedliche Konservierungsstoffe, Parfüme, die beeinflussen unseren Körper sehr wohl. Obwohl wir das nicht regelmäßig vielleicht nehmen, nicht jeden Tag, trotzdem, wenn wir duschen zum Beispiel, dann unser Körper wärmt und dann öffnen die Poren und unsere Haut ist durchlässiger. Unsere Haare, Intimzone, Ochsen zum Beispiel, Haut ist sehr dünn und deswegen sind dort Haut viel durchlässiger. Und es ist nicht verwunderlich, dass genau die Stellen Diese Inhaltsstoffe aufnehmen. aufnehmen. Genauso. Viele haben Brustkrebs, genau mit den Ochsen, mit den Intimzonen zu tun, mit dem Hormonsystem. Ich habe mal gelesen, wenn man ungefähr 50, 60 Jahre alt ist, hat man 5 bis 6 Kilo Giftstoffe im Körper. Ja, leider Gottes, das ist wahr, weil das sammelt sich. Unser Leben kann nicht alles ausführen. Unsere Nieren genauso. Irgendwann ist Schluss. Das sammelt sich im Körper. Ja, darf ich fragen, welche Organe nehmen denn diese Stoffe auf? Wo speichern sich diese Giftstoffe denn ab? Es sind unterschiedliche. Zum Beispiel, wenn die Schwangere Kinder haben und wenn bei Kindern sogar die Parabene, also die Fötus, wenn dort schon Parabene gefunden werden, dann geht das mir sehr Können wir diese Stoffe vermeiden und was sollte man aktiv tun? Ja, mit den Stoffen ist ja so, man muss sehr bewusst leben. Man muss auch Verantwortung jetzt übernehmen für eigene Gesundheit und wegen Gesundheit unserer Kinder und auch ganzer Planet. Und deswegen muss man ein bisschen forschen, was in Inhaltsstoffen drin steht. Für meinen Rat, erste Stelle lesen, was da drin steht, Ja. eher Richtung Naturkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik, weil leider Gottes, die benutzen eben diese Naturkosmetik als Werbeslogan. Die Wirkstoffe sind wenig drin. Also ich würde raten, eben eko-zertifizierte Produkte. Genau. Öko-zertifizierte. Ja. Super. Wenn die Leute jetzt mit euch in Verbindung kommen, erklärt ihr den Leuten, wie diese Inhaltsstoffe auf Deutsch heißen und was sie tun? Macht ihr das auch? Wir können das nicht so genau machen, weil das ist sehr schwierig. Ich mache erhöhte Bewusstsein aufweckt, dass die Leute selber fangen an zu forschen, was da drin ist. Probieren die Produkte. Die probieren auch die Produkte aus. Welche Kosmetik benutzt du denn eigentlich selbst oder ihr, Lisi? Ja, nur Ringana. Nur Okay. Produkte von Ringana, sonst kommt mir nichts ins Haus. Die Produkte heißen Ringana, okay. Ja. Und Lisi nimmt an, wahrscheinlich auch, oder? Ja, wir sind eben durch die Kinder dazu gekommen. Ich habe ja angefangen zu forschen, was kann ich meinem Kind benutzen, weil interessanterweise auch durch den Zahnöl zuerst, weil die Zahnpasta, was mir empfohlen wurde, da war Parabene drin und unterschiedliche andere Stoffe, obwohl das Kinder
Zahnpasta war. Und deswegen habe ich Alternative gesucht und zu der Lingana gelandet. Mhm. Und da waren die Produkte natürlich, was ich wirklich mit reinem Gewissen meinem Kind geben konnte. Lissi, hast du ein Lieblingsprodukt aus dieser Serie? Lieblingsprodukt, das ist gut gesagt. Ich habe Lieblingsprodukte. es gibt ein großes Produktsortiment. Mhm. Also angefangen hat es wie bei der Kadu mit dem Zahnöl. Mhm. Und ja, mit der Zeit eben, was die Haare waschen tut man sich, duschen tut man sich, Deo verwendet man auch. Das ist so Schritt für Schritt ist das gegangen. Wie das alte ausgegangen ist, habe ich eben das von Ringana eben die Produkte gekauft und verwendet. Mhm. Küche tue ich natürlich auch. Da gibt es man kann auch Smoothie dazu sagen. So gibt es zum Trinken, ja, da gibt es ganz farbenfrohe, ein grünes, ein rotes, ein rosarotes gibt es da. Jetzt wirklich zu trinken? Ja, das ist wirklich zu trinken. Ja, schmeckt sehr, sehr gut. Mhm. Mein Mann ist auch sehr begeistert davon und die Kinder auch perfekt alles zusammen. Mhm. Und dann gibt es noch das Chi, das ist der neueste Energy Trink, den man eigentlich haben könnte. Also ich bin einfach überzeugt, also für die Küche, Badezimmer, es ist einfach die grüne Welle bei uns zu Hause. Ja, okay. Sind das deine Lieblingsprodukte auch? Oder? Ich habe viele Lieblingsprodukte, aber wenn ich etwas jetzt vorheben muss, dann würde ich sagen Balancing, das Back Balancing. Und der Grund ist eigentlich deswegen, weil da sehr viele Algen sind, da sind Mineralien drin, da sind unterschiedliche Elektrolyten drin. Im Prinzip ist da alles, was ein Körper braucht. Mhm. Und dadurch, wie nimmt man das ein? Ist das flüssig oder? Das ist so eine Pulver, das wird gemixt mit dem Wasser. So mach mal so einen schieren Shot und dann trinkst du Schluck und dann danach Wasser einfach trinken, weil Algen also von Natur aus, die schmecken nicht so großartig. Ja, die grünen Stoffe geht es da ja in den Darm. Aber das wirkt auf den Körper sehr gut. Ich habe sehr viel Magensäure gehabt und Magenprobleme und das ist irrsinnig gut für meinen Magen. Außerdem habe ich sehr viel Verstopfung gehabt und jetzt ist alle solche Sachen sind beseitigt. Gut. Und die Leute, die gerne Süßes mögen, dann empfehle ich das, weil diese Übersäuerung natürlich dann zurückgeht. Mhm. Mhm. Weil deswegen heißt das Balancing. Okay. Der Verbraucher will es jetzt haben. Was musst du dafür tun? Ja, dadurch, dass die Produkte sind ja nur erhaltbar kurzfristig. Weil es frische Produkte sind. Sind frische. Ja. Und deswegen ist das so, dass das vermarktet wird über das frische Partnersystem oder über der Online. Was heißt das jetzt, frische Partner? Wie frisch ist denn das dann? Das Produkt kommt direkt von dem frischen Werk. Das heißt, wenn man so Zahnöl nimmt und der Zahnöl wird produziert zweimal pro Woche, es wird produziert, je nachdem wie viel bestellt wird. Mhm. Was aber für mich sehr wichtig ist, dass die Produkte sind frisch. Mhm. Und frische Produkte, die haben bessere Antioxidantien. Antioxidantien sind ja, die sehr kurzfristig leben bleiben. Und das ist die irgendwie Ironie des Lebens, dass das, was uns jung halten sollte, genau, das hält so kurz. Das heißt also, dass einfach auch, weil keine Konservierungsstoffe drin sind, natürlich die Produkte frischer sein müssen. Ja. Wie lange hält denn jetzt zum Beispiel so ein Zahnöl? Das hält 8 Wochen. Im Kühlschrank oder wie? Öl darf man nicht so viel im Kühlschrank tun, sondern die muss konstante Temperatur haben. Mhm. Also das kann man ganz normal in der Badezimmer halten. Okay. Und so ein Smoothie, von dem ihr gesprochen habt, wie lange hält der? Ja, das hält länger, weil das sind Pulver. Ach so, Pulver. Ja, Pulver. Du hast noch erzählt, du hast ein Lieblingsprodukt, Balancing, Body Wash und Shampoo. Ja. Möchtest du dazu noch was erzählen? Ja, über Balancing habe ich schon gesprochen. Mhm. Body Wash und Shampoo, die sind auch meine Lieblingsprodukte. Warum? Weil das Shampoo, das ist
sowas von gut für die Haut, Kopfhaut, das ist deine. Ich habe früher sehr viel gebraucht, Balsam, also Conditioner. Und das brauche ich nicht mehr, weil das Haar ganz anders bleibt. Das ist nicht so durcheinander wie früher. Mit den langen Haaren ist immer ein Problem. Die sind schäumig, das heißt, wenn man die drückt, dann schäumt das an sich selber und die haben Naturtenside da drin. Das heißt, die schäumen nicht so intensiv wie zum Beispiel von Supermarkt die Produkte, was synthetische Tenside. Aber die sind weich und der Schaum ist so angenehm, so wie seidig ein bisschen. Ja, genau. Okay. Ja. Sicher sehr angenehmes Haarwascherlebnis. Herrlich. Ja. Ja. Lisi, beschreib uns mal kurz, wie wird die Entwicklung dieses Unternehmens weitergehen? Weil wir haben ja eine Phase, wo sehr viele Menschen in einem beruflichen Umbruch auch sind. Ja. Wie seht ihr das für Österreich oder Europa? Das muss noch viel mehr hinausgetragen werden. Der Umweltgedanke, es hat ja schon begonnen mit uns und mit den ganzen frischen Partner und mit den Kunden. Aber unser Wunsch ist, dass noch wesentlich mehr diese Möglichkeit erkennen. Was macht ihr denn jetzt aktiv, um jemanden so ein Berufsbild zu geben oder Menschen dabei zu begleiten? Ja, weil mich betrifft das besonders Finnland. In Finnland? Ja, weil ich... Dort gibt es auch schon? Ja, das heißt, das ist nicht so verbreitet, aber ich bemühe mich. Aber das ist ein Land, in dem schon offiziell seitens Ringana gearbeitet wird. Da wird nicht Schulungen noch nicht gemacht, aber man kann Ringana-Produkte ja überall in Europa liefern. Und genauso nach Finnland auch. Da habe ich einige frische Partner schon, die sehr interessiert sind und vor allem wegen dieser Umweltidee. Gibt es in Finnland nicht solche Produkte, dass man sagen könnte, da gibt es Vergleichbares? Ist das frische Produkte nicht. Frische Produkte nicht. Und österreichische Produkte haben sehr gute Image. Recht? Ja, zu Recht. Können der Umwelt nur hier in Österreich bewahren und hier schützen, sondern man muss ja ganze Planet. Das ist eigentlich unsere Vision. Jeder sollte ein chemiefreies Badezimmer haben. Natürlich. Und natürlich, wenn jemand möchte, gerne als frischer Partner werden, wir begleiten diejenige Person gerne. Jo. Und ich muss sagen, alle sprechen über Digitalisierung. Und das ist genau der perfekte Job für Frau. Warum? Weil man ist ja zu Hause. Die gut mit dem Internet umgehen können, gerne mit den Leuten reden. Die können über das Internet sehr viel wirken. Und zweitens, das ist sehr angenehm, weil man neben dem Kind das machen kann. Und unsere Arbeitswelt ändert ja durch Digitalisierung. Und eigentlich, wir sind gut ausgerüstet. Prima, klingt ja wirklich vernünftig. Ja. Ja, also wenn auch ihr Lisi und Kathy kennenlernen möchtet und ich finde, ein sehr nettes Team seid ihr beiden und es ist schön, dass ihr so ein seriöses Geschäftsmodell auch nach Europa und innerhalb von Österreich verbreiten möchtet und ihr könnt Kontakt aufnehmen mit euch beiden, ne? Direkt, wenn wir diese Webseiten einblenden oder eure Kontaktaufnahme und natürlich freue ich mich, wenn ihr auch im Rahmen des Naturheilbundes einfach euer Wissen dort weiterträgt und euch in die Community einbringt. Danke. Vielen Dank für diese tolle Information und sehr bald beim Naturbund. Vielen Dank, dass wir hier Einladung gekriegt haben. Ja, danke euch. Für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke. Bald mehr, danke. Danke. Tschüss. 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 Phone this spring in the dim light.
everywhere, signs, directions, and despair.